Was kann denn eigentlich das sein, was wir als vorbildhaftes Modell in die Welt exportieren können? Und mich in dem heutigen Vortrag befassen, möchte näher prüfen, was hinter diesem Etikett soziale Marktwirtschaft steht, möchte prüfen, was an dem Modell der sozialen Marktwirtschaft unter den heutigen Bedingungen der Globalisierung bestandsfähig und nachhaltig ist und daraus folgend dann prüfen, was ist es denn, was an diesem Konzept exportfähig sein könnte. Professor Pallenberg hat ja wunderbar den Bogen geschlagen von den Ursprüngen der Marktwirtschaft, der sozialen, hier in Frankfurt gelegt worden, hin zu unserer Zeit. Und da gibt es die Analyse doch ganz deutlich die, dass die soziale Marktwirtschaft, wie sie im Augenblick von den Politikern gelebt wird, nicht mehr in Ordnung ist. 70% der Bevölkerung sagt, das ist nicht ein System, das heute zu gerechten, akzeptablen Ergebnissen führt. Was von Müller-Arnack angelegt wurde als Korrektur, ist durch Ausdehnung der Sozialsysteme, der Professor Pallenberg hat es ja ausgeführt, es wurde immer mehr draufgepackt, ist verkommen zu einem System, dass die Sozialsysteme nicht mehr finanzierbar sind und dass die wahr Bedürftigen auf zu wenig bekommen, weil zu viele in diesem Netz sich auch ohne wirklich bedürftige Bildung, Ausbildung, das heißt, die Leute fit machen für den Markt. Und je besser die Leute für den Markt vorbereitet sind, umso weniger Reparaturbedürftige geben sie von uns. Die Politik hat nicht mehr, wie es in der Freiburger Schule angedacht war, diese Ordnung, diese Regeln gesetzt, sondern hat sich, sehen wir das Beispiel Opel, der Staat beschäftigt sich mit Teilproblemen, mit Einzelfalllösungen, vernachlässigt aber diesen Ordnungsrahmen. Und der Ordnungsrahmen wird ausgehöhlt durch viele Bereiche, kapitalistischen Vertrieben, hat der Professor Pallenberg ganz deutlich gesagt. Selbst die besten Regeln mit den besten Vorbereitungen für den Markt funktionieren nur, wenn ein gewisses Maß an Moral, Ethik, ich neige eher dazu, Anstand zu sagen, nämlich darüber wegkommen von der Gier des Geldes, eher hin in eine Richtung von dem ehrbaren Kaufmann, dass wir diese Regeln, die wir die ganz normale da drinnen waren, wieder beherzigen. Und die humane Marktwirtschaft möchte die soziale Marktwirtschaft in diese Richtung weiterentwickeln. Sie können natürlich auch sagen, back to the roots, also hin zu einer mehr menschenwürdigen, wie Walter Röntgen sagen würde, Marktwirtschaft.